Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, okay, ich spiele es momentan ein bisschen verstärkt, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Es liegt daran, jetzt fängt das Spiel gerade erst an, so richtig anzuziehen. Das, naja, ist halt so. Ja, ansonsten, boah, geht's unserer kleinen Siedlung eigentlich ganz gut. Wir bauen gerade an einem Wachturm. Max wird wahrscheinlich in 24 Stunden verfügbar sein. 8 Uhr morgens. Ja, ich brauche aber auf jeden Fall irgendwen, der mit mir den Tag hier irgendwie ein bisschen... Oh, stimmt. Wir haben ja jetzt Vic mit dabei. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Anita hatte letztens ziemlich heftig Kratzer abbekommen. Dann belassen wir es bei denen. Und dann schauen und hoffen wir mal, aha, bringt eine nicht unrelevante Menge Munition mit. Es ist keine schlechte Sache. Vic. Okay. Na, okay. Nahkampf 4, Fernkampf. Okay. Das war das, was ich im Endeffekt überprüfen wollte. Zusätzliche Schuhe haben wir nicht. Pistole wird er so oder so erst einsetzen, So. Hatte ich jetzt René mit einer Mit ziemlicher Sicherheit hatte ich sie ausgewählt. Es wäre vielleicht besser. Also ich persönlich würde dieses Jobboard ja einfach in den Eingangsbereich umlegen, aber ja, du machst hier mit und Joel kommt dafür mit uns. Wir sind immer noch extremst angeschlagen. Das ist nicht gut. Genau, die können wir jetzt
lieber Vic in die Hand geben. Oder besser an die Füße. Dann sind wir soweit eigentlich auch ausgerüstet. Also ich werde heute versuchen, möglichst Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Was ja durchaus Sinn macht, weil mit unserem Verletzungsgrad. Tja. Die Richtung, wir könnten die Richtung ausprobieren, ein bisschen mehr in Richtung Süden gehen. Wir könnten auch in die Richtung, hier haben wir eigentlich verhältnismäßig wenig. Leno Residential. Schauen wir es uns an. Okay, schauen wir mal. Ah, offene Tür ist kein gutes Zeichen. Bleibt tot, ja. Eindringlinge werden erschossen. Ja, nicht, wenn wir zuerst schießen. Okay. Welches Haus nehmen wir uns zuerst vor? Also von der Lage her wird es dieses hier werden. Diese Markierung hier, das sieht irgendwie aus wie, ja, keine Ahnung, so eine Gang- oder eine Einbrechermarkierung. All dead inside. Das ist meine nützliche Information. Was haben wir hier? Die ist auch verschlossen. Was natürlich glorreich wäre, wenn wir tatsächlich mit ihm schaffen könnten, diese Tür hier zu knacken. Ja, dazu muss man, glaube ich, nicht mehr sagen, oder? Kühlschrank. Nahrung. Gut. Bier ist auch immer gut. Medizinische Güter. Auch gut.
Schön. Lass kommen, lass kommen. Nichts dabei, eher Zigaretten, okay. Und nur ein paar kleine Kratzer, da können wir speichern. Hui, Beute. Hat durchaus einen Sinn. In der Zombie-Apokalypse möchte man keine ungeplante Schwangerschaft. Das ist, Komm, hervorragend. Sehr gut. Und ein Pfeil. Wenn wir irgendwann mal einen Bogen oder irgendwas in der Art bekommen. Science. Ja, das Kind hat offensichtlich gerne Science Fiction gelesen. Ein Rollenspiel. Drachen und immer noch mehr Dungeons. Brettspiel, auch keine schlechte Sache. Hier hat jemand versucht, schnell eine Nottasche zu packen. Hat nicht funktioniert. Und ein Daten-Item. Das war gar keine schlechte Beute, muss ich sagen. Wer damit droht, auf uns zu schießen, der hat natürlich eine Schusswaffe und Schusswaffe. Unzerstörbar und verschlossen. Okay, einige Tote vor der Tür. Nein, Joel möchte ich gerne was geben. Nämlich den ganzen Kram, den wir eingesammelt haben, damit wir die Taschen wieder ein bisschen freier haben.
Tatsache. Vic kriegt gerade bei mir eine ordentliche Ladung Bonuspunkte. Immer noch nicht aufgelevelt. Hm? Okay, wir müssen definitiv durch die Küche. Ob wir mit dem verhandeln können? Wie kommst du auf die Idee, dass ich Joel angreifen möchte? Hui, gar nicht mal schlecht. Gar nicht schlecht. Ich würde gerne darauf verzichten, ihn umzubringen. Eigentlich könnte ich eher ein... Ach, was erzähle ich eigentlich? Warum heiße ich denn Evil Grin? Natürlich wollen wir den umbringen. Wo kommt der denn her? So, okay. Doch, so viel Lärm haben wir gemacht. Kleinen Moment warten.
Der hat einige sehr nützliche Gegenstände. Und wenn er nicht kooperieren will, was nicht unser Freund ist, ist unser Feind, ne? Hatten wir das schon geplündert? Ja, hatten wir. Gar nicht mal schlecht. Was mir fehlt, ist Treibstoff. Davon hätte ich gerne mehr. Ja, eventuell in dem SUV, aber es wird wahrscheinlich auch nicht viel sein. Wow. Nicht das, womit ich gerechnet hatte. Hintere Tür ist halt schon auf. Auf der anderen Seite, das Schloss dürften wir wohl aufkriegen. Vic? Nee, ernsthaft. Ja, shit trifft es eigentlich ganz gut. Weil mit Plünderern hatte ich jetzt weniger gerechnet. Und die haben offensichtlich die Hauseigentümer umgebracht. Mistkerle. Auf der anderen Seite ist das gar nicht schlecht. Naja, zum einen ist die Episode jetzt vorbei. Und zum anderen können wir sie so in eine komplett andere Kampfsituation zwingen. Aber fürs Erste egal. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.